Sonntagmorgen, Freunde der Nacht. Und? Ja, mehr geht nicht mehr. Jetzt mach ich die Dreckskiste platt. Du Schwein, dir werde ich's geben. Format C. Fick dich, Dreckskiste. Endlich, 5.56 Uhr. Nach 20 Minuten ist es mir gelungen, diese Dreckskiste endlich im abgesicherten Modus zu starten. Ja? Nicht mal mehr ins BIOS komme ich rein, um umzustellen, dass von der CD gestartet wird. Ich mach diese Dreckskiste platt am Sonntagmorgen. Wie sehe ich eigentlich aus? Bin ich eigentlich bereit schon fürs TV? Naja, für euch Facebook-Hackfressen reicht's allemal. Ja? Ich mach dich platt, du Schwein, du. Enter, Passwort, welches denn? Ja, das, was ich da 1 Million schon mal eingegeben habe, das ist einfach... Oh, tatsächlich! Oh, ich bin drin! Geil! Danke, lieber Gott, ich gehe doch nicht in die Kirche. Bootsequenz, Floppy. Wer hat denn eine Floppy? Ja, CD, ja... Ja, du Drecksau, dein letztes Stündchen hat geschlagen. CD, jawohl. First Boot Device CD. Die Platten, die schalten wir aus, oder? Kann man die ausschalten? Die sind labelt, ja genau. Hier die Virenplatten, weg damit. Ah, ich bin der Chef. Da könnt ihr mal hingucken. Boot from other device. No, oder? No. Genau, Move Select F10, Save, siehst du. Configure Changes and Exit Setup. Ja, in Englisch sollte man aufgepasst haben. Ja, ich weiß, der war like Mario Bart. Hehehehe, Icke, hab ne Freundin. Das Schwein hat's nicht angenommen, ich hab doch umgestellt auf CD-Start und die Platten ausgeschaltet. Aber das ist doch nicht der abgesicherte Modus. Jetzt kommt da so eine DOS-Scheiße. Ja gut, da gebe ich jetzt mal ein, ich bin der Chef. Da ist eine Windows XP DIR drauf. Da bin ich jetzt drin, gell? F, CD, Change, DIR. So, Autoboot, Enter, gibt es da auch eine Exe? Setup Exe, gebe ich einfach mal ein, oder? Set, Up. XP.exe. Vielleicht reicht mein dummer Kopf für den Befehl. Der Befehl ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Dreckschwein! Wie möchten Sie vorgehen? Windows installieren? Ich glaube, das Ding verarscht mich. Ich mache ihn platt. Du bist tot, ja, du bist tot. Tot bist du, Arschloch. Hm, man hängt, so. Von dir lasse ich mir meine Karriere nicht zerstören. Das haben schon ganz andere versucht. Wart's ab, Freundchen, Freund der Nacht. Ja, du Verweigerer, du Demonstrant, du Grünwähler, du. So, die illegale CD, sie rattert schon mal. Ja. Bin ich mal gespannt. Du, wie du aussiehst, Schrottkiste, dreckige, guck dir das an, das ist doch kein Computer. Pfui Teufel, du. Die Anwendung der DLF-Windows ist keine gültige Windows-Datei. Bitte überprüfen die Installationsplakette. Sehr interessant. Bin mal gespannt, wie viel Sondermoderation du mir heute noch bietest. Aber ich sag dir eins, ja. Ich bin besser. Dich krieg ich. Du Drecksau. Ja, was denn jetzt? Interessant ist ja auch, dass dieses schizophrene Betriebssystem, ich hasse Bill Gates, auf der einen Seite sagt, er kann es nicht installieren und im Hintergrund will er installieren. Ja, was denn jetzt, du Arschloch? Klar stimme ich dem Lizenzvertrag zu. Ich unterschreibe auch an der Haustür bei der Deutschen Herzhilfe. Wie Produkte.
Auf der CD, die ich illegal gesaugt habe, steht doch, dass da No Serial notwendig. Na also, gammeln doch hier genug Seriennummern rum. Es wäre doch scheiße, wenn man seriös und ehrlich ist. Ja, finanziert dem Bill Gates doch nicht seine Villen im Tessin. Bin doch nicht blöd, du. Was soll denn der Scheiß jetzt? Netzwerkverbindungen werden getrennt. Welche Netzwerkverbindungen? Das sind doch noch gar keine da. Es ist doch eine Neuinstallation. Die sind doch abgeschaltet. Was soll denn der Scheiß jetzt wieder? Ich gehe doch in die Kirche. So, jetzt habe ich das abgebrochen. Da, das sieht schon mal sehr schön aus. Jawohl, den blauen Bildschirm liebe ich, denn das heißt, dass der Tod nicht mehr allzu fern ist. Denn da gibt's gleich eine Einstellung mit Format C, Platten löschen, wegmachen. Löschen alles, weg, 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 weg. Ich glaube, die Kirche muss warten. Ja, die ist doch drin, die CD. Hier, die ist doch drin, die ist doch drin. Die ist doch drin, die CD ist doch drin. Drin, 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 drin. Ha, also jetzt blicke ich ja gar nichts mehr, ja? Jetzt ist die Kiste auf einmal wieder da, mit der alten Konfiguration. So, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt bin ich froh auch, dass das Ding läuft, ja. Moment, jetzt bevor ich mal wichtigen Dingen nachgehe, wie Facebook checken, muss ich mir erstmal, also bevor ich in die Kirche gehe, muss ich mir erstmal was für mich tun. Moment. Bilder. Was gibt's da bei Google? Schmutzige Bilder. Was ist das? Eine Einkaufstasche. Tierisch schmutzig. Das ist langweilig. Jetzt bin ich erst mal froh, gell? Jetzt gehe ich doch in die Kirche. Schließlich Sonntag. Hab da wieder einige böse Sachen gemacht die Woche. Obwohl ich ja kein falscher katholischer Hund bin, ja. Ich bin evangelisch. Gut, manchmal machen wir Evangelisten auch Dinge, die man vom Herrgott nicht so verantworten kann. Zwar nicht so viel wie die Katholiken, obwohl die Katholiken, das ist ja so, gell? Ich meine, die machen ja nur Sauereien, gehen dann in die Kirche, beten 35 Vater unser und so, und dann ist der Fisch geputzt, obwohl gar kein Fischmarkt ist, gell?